Hallo, willkommen zurück zu Minecraft Unbegehrt. Und auch zum letzten Video des Ganzen. So, zum einen ist mir gestern das Wort, oh. Was? Möchtest du weiter so bauen? Vollversion frei, Testdauer? Was? Willst du mich veräppeln? Oh, ich muss hier mein Passwort eingeben. Das liegt daran, wahrscheinlich, ich habe hier ein Update gefahren und jetzt ist das Ding natürlich so ein bisschen am. Bisschen verkackt. So. Gut, jetzt hat das Ding auch gemerkt, dass es die Vollversion ist. So. Hey, der Nebeneffekt eines Windows-Updates bei einem Windows-Spiel. Und zwar ist es das letzte Video. Ich werde hier aber nicht die Welt in die Luft jagen, sondern ich werde mir mal kurz nochmal mein Haus angucken. Oder was auf dem Dach? Nein, sah erst so aus. Beim letzten Mal haben wir gegen. Ist mir das Wort Gegensprechanlage ja nicht eingefallen, was ja mit der Drop-In-Funktion bei Alexa funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob ich die Buttons richtig genannt habe, dass das Alexa-Gadgets sind. Ich glaube ja. Manchmal sage ich aus Versehen nämlich dazu Devices statt Gadgets. Falls nicht, tut's mir leid. So. Und wir fliegen immer noch Fliegen durch die Gegend, was mir immer mal wieder nervt. Weiß auch nicht warum. So. Ich glaube, da muss ich mir mal so einen Insektenvernichter-Viech holen, ey. Was ich einfach nur hinstelle. Gibt es übrigens von Atom, glaube ich, eins. Was man auch über dem Echo bedienen kann. Übrigens, ich sollte das Wort nicht so oft benutzen. So. Das hier ist das letzte Video, der letzte Part übrigens von Minecraft. Weil ich mich danach nur noch auf die Java Edition konzentrieren werde. Außerdem wurde ich mal auch auf Facebook angeschrieben, ob es irgendwann mal wieder Hex gibt. Ja, Hex Shards of Fate kommt irgendwann mal wieder. Die Sache ist nur die, ich habe noch andere Let's Plays und ich habe natürlich nicht immer viel Zeit. Und da sind natürlich die Let's Plays, die endlos Let's Plays, wie ich die mal gerne nenne, weil die einfach kein Ende haben. Dementsprechend. Die hängen dann halt immer noch hinten drin. Und bei Hex bin ich ja mitten in so einer Kampagne. Noch von dem ersten Teil. Ich weiß, da gibt es ja noch einen zweiten Chapter. Und ich hänge halt ziemlich da hinterher. Aber ab morgen gibt es erstmal FIFA 17. Tut mir leid für alle. Geplant ist es halt aktuell nicht. Ich habe meine Planung halt ein bisschen anders gerade hingelegt. Und da kommt halt erst FIFA 17 und wenn das durch ist, soll Zelda, also Legend of Zelda Breath to the Wild eigentlich erstmal zu Ende gehen. Und dann kann man sich auch das nochmal stürzen. Aber ich glaube sogar, dass ich zwischendurch nochmal gucke, ob bei Magic Duels, ob ich da durch bin mit allem, weil da kann sein, dass da auch noch nicht alles durch ist. Sonst werde ich mal gucken. Nächstes Wochenende habe ich ein bisschen mehr Zeit. Dass ich dann vielleicht sogar Magic Duels mit FIFA in einer Woche schiebe, sozusagen. Damit ich das schneller durchbekomme. Zusammen mal wieder zwei Videos am Tag hier bringe. Vor allem auf Vidme laufen hier auch noch ältere Videos. Ne? Aktuell ist da zum Beispiel Evoland ja vorbeigegangen. Da läuft deshalb jetzt Evoland 2, was eigentlich ein Let's Play sogar ist, was erst im letzten Jahr gestartet hat. Das ist sozusagen eins noch der neueren, was so ein bisschen so eine Außenseiterrolle einnimmt bei den ganzen alten Let's Plays, die dann noch von 2014 laufen. Also Portal, was übrigens ja auch als nächstes zu Ende geht, dann kommt Portal 2, logischerweise. Und nach Pokémon Blaue Edition übrigens würde dann die Goldene kommen. Also ich habe mir bei der ganzen Planung natürlich der Videos auch was beigedacht.
Da Evoland 2 ein bisschen länger dauert und Portal 2 ja dann auch, muss ich mal gucken, was ich dann bringe. Aber jeden Tag, also in der Woche, gibt es ein Video. Es ist übrigens vollkommen unabhängig, ob das Ganze ein Feiertag ist. Weil ausschlaggebend ist nur Montag bis Freitag aktuell. Geplant war es mal täglich, also Montag bis Sonntag zu bringen. Aber durch die 3 GB, die man da ja nur täglich hochladen kann, und ich doch lieber 3 Videos täglich bringen wollte, statt nur 2, geht's dann halt so besser. Bei 2 will ich weniger die Woche bringen, bei 3 Montag bis Freitag sind es einfach 15 Videos, sind viel mehr. Sonst wären es ja 14. Ja. Es ist zwar nur ein mehr, aber das ist dann doch schon etwas mehr ausschlaggebend an der ganzen Sache, dass ich das lieber so mache. So, ich weiß, ich habe an diesen 25 Parts, die ich hier gemacht habe, eigentlich nicht viel gemacht. Ich habe hier am Anfang nach unten gegraben, um eine kleine Basis aufzubauen, wisst ihr ja noch. Dann habe ich hier dieses Haus gebaut, was nicht gerade schön ist. Und habe hier oben eigentlich, habe hier zwar viel Wolle gesetzt, aber habe hier oben ja eigentlich auch nur ein paar Kisten hingebaut, um alles irgendwo da zu haben, um überhaupt was da zu haben. Es ist zwar nicht viel gewesen, was ich hier gemacht habe, aber eigentlich war das ja auch nur ein Übergangs-Let's Play. Und ich wollte einfach ein bisschen mal zeigen, was diese Minecraft-Version anders hat als zum Beispiel die wir ja sonst immer hatten. Das Ganze ist ja entstanden, weil meine Welt ich nicht zugreifen konnte wegen meinem Rechner. Der übrigens immer noch nicht läuft. Das liegt aber daran, weil ich da die Grafikkarte noch nicht eingebaut habe. Die ich mir eigentlich auch schon seit Monaten mal zugelegt habe, aber naja. Immer wenn bin ich mit dem Laptop noch klargekommen. Und du stirb mal, Pferd. Ich weiß, ich bringe hier einfach immer Pferde um. Und das mögen wahrscheinlich manche Leute nicht. Oder auch Hühnchen oder Schafe, aber das ist mir egal. Mir nerven die Tiere einfach nur noch. Mich nerven die Tiere. So, mich. Nicht mir, sondern mich. Liebe Deutsch-Spezialisten. Ich weiß, wie es richtig heißt. So. So hole ich übrigens auch gleich wieder ein bisschen mehr Fleisch rein. Auch wenn nicht bei diesen kleinen Tieren hier, weil die Pferde, die bringen ja nichts. Viel zu dünne Beine, glaube ich. Irgendwie kommen die ziemlich unnatürlich rüber, diese kleinen Pferde. Was denkt ihr dazu? Hab ich recht? Schreibt's mal in die Kommentare. Ihr braucht übrigens in diesem Part nicht viel erwarten. Das war ist jetzt nur so, dass ich mal ein bisschen sage, was so noch in der Zukunft kommt. Was auch noch geplant ist, nachdem FIFA The Journey und so durch ist, dass ich natürlich, also FIFA 17, dass hier auch noch das Ganze mit FIFA 18 weitergeht, klar. Logisch. Dann in Sachen Magic, nach Magic Duels. Ich weiß, es ist ein neues Magic-Spiel noch geplant. Dazu, sage ich jetzt aber schon mal im Vorfeld, wird es wahrscheinlich kein Let's Play auf dem Channel geben. Weil es Packs gibt auf diesem Channel und auch da will ich mich lieber auf ein Sammelkartenspiel Teil konzentrieren und das wird dann Hex bleiben. Hex Shards of Fate. Auch das ist in meiner Sache mal entschieden, dass ich alles so ein bisschen zusammenfasse. Dann habe ich noch ein bisschen mehr in der Planung. Zwar habe ich hier ja noch Mario Kart 8 Deluxe. Das wollte ich eigentlich auch noch bringen.
Das wird es irgendwann in Zukunft dann also auch noch geben. Dann, in Sachen Pokémon gibt es nichts Neues, weil ich habe ja im Prinzip jede Generation einmal durchgespielt. Remakes habe ich jetzt ausgelassen. Und von jeder sonstigen Generation halt ein Spiel, was mir möglich ist. Also kein 3DS-Spiel, weil das nicht funktioniert, weil ich keine Möglichkeit habe, das aufzunehmen. Das wird es deshalb auch nicht geben. Also kein Pokémon X oder Y und auch kein Sonne oder Mond, ja, oder ähnliches. Oder Ultrasonne, Ultramond, das wird es hier nicht geben. Das wird es auch in Zukunft nicht geben. Wenn es ein Pokémon-Spiel für die Switch gibt, kann man nochmal drüber reden. Ich gehe mal davon aus, dass ich es dann auch eher bringe noch. Aber es gibt auf alle Fälle kein Pokémon-Spiel. Weil dann zwinge ich mich auch mal ein Spiel, was ich wirklich hier auch gekauft habe, mal durchzuspielen. Und nicht nur immer nur Emulatoren spiele, zwar durchzuspielen, aber dann irgendwo auch hängen zu bleiben. Das wird nämlich, weil ich habe Sonne und Mond ja auch, also ich habe ja, Sonne ist ja eigentlich eher so mein Hauptspiel, Mond so das Nebenspiel, um einfach mal die restlichen Pokémon dann aufzufüllen. Aber das fasse ich ja irgendwie auch schon Ewigkeit nicht mehr an, obwohl ich irgendwie auf der zweiten Insel bin. Und jetzt kommt ja jetzt diese schon Ultrasonne und Ultramond, was ich mir auch schon vorbestellt habe. Ja. Ich bin einer derjenigen, der ganz schlau ist. Aber das liegt auch daran, weil ich viel zu wenig Zeit habe. Und die Zeit natürlich eher in. Deshalb kam ja auch in der letzten Zeit dazwischen so wenig, ne? Zwischen, was war es, April und September. Es lag einfach daran, weil ich mich dann noch eher auf die Arbeit und auf Nadina Damage gestürzt habe. Und erstmal gucken musste, wie kriege ich das zeitlich geregelt. Ich glaube, jetzt habe ich so einen Rhythmus gefunden, mit dem es auch funktioniert. Das heißt, FIFA zum Beispiel für morgen muss ich auch noch aufnehmen dann. Das werde ich aber später machen. Weil ich ja morgen dann wieder arbeiten muss und Spätschicht habe. Das funktioniert also noch. Also muss man halt so ein bisschen sehen, wie man es immer zeitlich einbaut in so einem 24-Stunden-Plan. Ich bin ja nun mal kein Gronkh, der da sowas, was im Prinzip seine Arbeit ja ist. Und ich habe halt noch einen normalen Job, wo ich dann immer noch 8 Stunden am Tag, fünfmal in der Woche arbeite. Also 40 Stunden Arbeitszeit. Dann ist es halt immer nicht so einfach, das Ganze zu handeln. Aber hey, es gibt echt Schlimmeres. Moment, eigentlich war ja hier. Egal. Nehme ich hier die Holzkohle raus und das. Und werfe hier wieder Fleisch rein. Ich renne hier eh nur durch die Gegend, das liegt aber einfach daran, weil es gibt ja hier nichts mehr zu tun. Es ist das letzte Part von diesem Let's Play, hundertprozentig. Hier wird auch nichts mehr in dieser Welt kommen. Interessant, man kann hier nicht hochspringen. Auch wenn man hier aufs Bett springt, man kommt da nicht hoch.
Hier ist es anders, ne? Ja. Also hier den Eingangsbereich kann man sehen. Was mir übrigens auch klar ist, dass meine Videoqualität nicht die beste ist. Ich glaube, da muss ich in. Ich weiß nicht, ob das an OBS liegt. Das verarbeitet die Videos natürlich immer so ein bisschen komisch. Da bin ich natürlich auch nicht so der Profi. Das gebe ich auch zu. Obwohl ich das ja hier auch schon drei, ja, mehr als 3 Jahre mache. Ich hatte ja vorher noch andere Channel. Aber ja, ist es halt auch so, ich möchte nicht Ewigkeiten brauchen, um so ein Video durchzurendern. Und dann ist es so, dass die Qualität natürlich immer ein bisschen drunter leidet. Das gebe ich auch zu, dass es so ist. Oh, Kürbisse. Kürben! Heißt das, es heißt Kürben? Nein, das heißt Kürbisse. Jetzt weiß ich, warum ich mehrere Truhen habe. Öfen natürlich. Habe die Tür offen gelassen. Wow. Die Spawnrate von Tieren, die ist aber schon krass. Interessant, dass ich manchmal daneben geschlagen habe. Das ist noch ein Pferd. Ich habe kein Schwert, das ist das Schwierige. Aber ich habe ja Stöcke. Das sieht ja fast genauso aus. Das Pferd macht bestimmt die gleichen Geräusche. So kriegt man übrigens auch Leder. Ganz viel. Übrigens haben die Pferde auch ein bisschen gegrunzt wie das Schwein. Wow. Ich renne ja auch immer nur wild durch die Gegend, ich weiß das. Deshalb sind meine Parts hier auch nicht produktiv, weil ich hier nicht viel machen kann. Weil es hier gar nichts mehr viel gibt auf dieser Welt. Aber ich wollte einfach noch ein bisschen sagen, was in der Zukunft so geplant ist. Was noch so kommt. Vielleicht werden irgendwann auch wieder 2 Videos am Tag kommen, muss man sehen. Auch das halt mit Magic und FIFA gleichzeitig in einer Woche steht halt noch nicht fest. Es werden wahrscheinlich, vielleicht kommen noch 2 FIFA-Videos am Tag. Ich weiß es nicht. Das muss ich halt sehen, wie ich es mal zeitlich hinbekomme, wenn ich das mache. Aktuell bin ich mit einem Part am Tag so abends zufrieden, weil ich das zeitlich durch die Widmi-Videos auch gut bringe, ne? So 14, 16, 18, 20 Uhr. Es ist eigentlich gut. Deshalb. Pferde sind aber auch so ein Ledermagnet gerade.
Da könnte ich ganz schön viele Bücher. Wow, hier ist einfach in der Luft backt. Hey, Pferd backt in der Luft. Vor allem, dass man so ein Pferd einfach mal so in die Luft schlagen kann. Und dann er so eine Weile rumfliegt. Das ist eigentlich total irre, unrealistisch in diesem ganzen Spiel. Hat sich das nicht schon mal einer gefragt? Warum das Minecraft so macht? So unrealistisch? Ich glaube nicht. So, jetzt werde ich nochmal zum Haus gehen. Ich werde das Essen zwar im Ofen lassen. Nie rausholen. So. Ups. Restwärme, geht noch was? Geht noch einer? Nein. Geht hier noch was? Ja, ich will das Essen doch aus dem Ofen holen. Da kann das dann auch ein bisschen länger gehen. Na, wie viel schaffen wir noch? Na, der wird noch. Der nächste, glaube ich, aber nicht mehr. Na, den schaffen wir noch. Komm. Ha. Gut, dann war es das. Wenn es euch gefallen hat, trotzdem das Let's Play und den Part, dann lasst eine positive Bewertung da. Ihr könnt gerne den Kanal abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder in einem neuen Let's Play. Das war's hier und tschüss. Und denkt daran nicht. Denkt daran, holt euch die Vollversion und nicht nur die Testversion. Ciao.